Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir einen winzig kleinen Adventskalender hier, und zwar ist das der 12-Tage-Adventskalender von Douglas. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und nicht nur ich stelle diesen Adventskalender jetzt gerade vor, sondern auch die liebe Nicole von Chiquitas Place. Und ja, für eine zweite Meinung, schaut super gerne mal bei ihr vorbei. Ich finde es sehr schön, was Douglas hier dieses Jahr auch geschaffen hat. Ich finde dieses Design sehr, sehr hübsch und bin gespannt, ob das auch ein Adventskalender ist, der dann an die Adventskalender anknüpfen würde, die wir dann ja auch quasi als 24-Tage-Adventskalender geöffnet haben. Das heißt, im Optimalfall ist da auch was anderes drin. Das wäre sinnvoll. Nee, warte. Das ist noch anders. Das ist gar nicht so, wie ich gedacht habe. Das ist ein Countdown von dem 25. bis zum 31. Das ist gar kein 12 Tage. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage. Ach Quatsch, was erzähle ich denn für einen Blödsinn? Naja, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, dass es gar keine 12 Tage hier drin sind, sondern nur 7. Also mehr oder weniger ist es dann der Countdown to New Year. Hier habe ich jetzt den 25. Dezember. Allein das müsste dann ja auch schon quasi sein, dass du dann auch wirklich ganz andere Produkte drin hast, ne? Weil wenn du dann ja quasi von 1 bis 24 aufgemacht hast, machst du hier 25 bis 31. Würde meiner Meinung nach Sinn ergeben. Wir starten mit der Divine Eye Look 6 Eyeshadow Palette. Ja, es ist ja auch noch Weihnachten, ne? Das heißt, die dürfen uns da auch was ordentlich Krasses geben. Und das sind auch andere Töne. Das muss man wirklich sagen. Oder wirkt das nur so, weil die jetzt blau ist und die andere war rot? Nee, das sind schon andere Töne, ne? Mehr so in die lila Richtung, die andere war mehr in die Beere Richtung. Und hier haben wir halt auch so einen wunderschönen, der spricht mich natürlich an, ist Pop of Color, ist klar. Die anderen sind halt eher neutral, also kühler unterwegs und sehr dunkel tatsächlich auch teilweise. Aber das Pink hier oder dieses ganz helle rosa Schimmer spricht mich sehr an. Jo, der 26. Dezember. Hier haben wir ein Tübchen drin. Das macht jetzt gar keinen Sinn, weil das haben wir, ich glaube, in fast jedem anderen Adventskalender drin enthalten. Douglas Naturals Organic Pink Pomelo and Holy Basil, das Gentle Face Scrub mit 10 Millilitern. Ja, das sage ich ja immer wieder das Gleiche zu, ne? Ich bin ja nicht so der Fan von mechanischen Peelings. Hier ein Video zu Peelings. Ich mag halt lieber Enzympeelings oder halt chemische Peelings. Und ja, das ist halt einfach so mein Ding. Und natürlich kann man so argumentieren, dass du dann sicherlich schon das Gentle Face Peeling aus den anderen Adventskalendern aufgebraucht hast. Das ist durchaus möglich. Machen wir frohen Mutes weiter am 27. Dezember. Okay, es ist ein Lippy, aber in der Farbe Retro Red. Also da haben wir dann wirklich einen richtig knallig roten Lippenstift drin enthalten. Das ist schon mal positiv und damit hast du ja fast schon den Wert vom Adventskalender raus. Ich glaube, der kostet ja auch schon 14,99 oder so. Das ist aber kein Knallerot, das ist halt eher so ein gemutetes Rot. Das sieht sogar richtig schön aus. Mag ich leiden. Gut. Dann schauen wir mal, was der 28. Dezember uns so bereithalten möchte. Ach, guck mal, da haben wir sie wieder. So eine klassische Maske. Die mag ich aber. Die brauchst du nur 3 Minuten drauf lassen. Die Radiance Face Mask mit 12 Millilitern. Finde ich persönlich auch sehr schön von Douglas. Die hatten wir sonst die letzten Jahre immer in den Adventskalendern drin. Und die kann man auch auf mehrere Anwendungen aufteilen. Das habt ihr mir nämlich mal irgendwann erklärt, dass man, wenn man hier das Sachet halt öffnet, entweder kannst du das restliche Produkt umfüllen. Da gibt es ja so kleine Pöttchen. Oder du machst es halt dann wieder vorsichtig zu und machst hier vorne so einen Bobbypin dran oder Tesafilm, ne? Und dann kann man die halt auch ein paar Tage später nochmal verwenden. Und hier weiß ich jetzt gar nicht so genau, mit welchen Sachen das so sein wird. Ich denke, dass es halt auch irgendwie Vitamin C oder sowas ist, das weiß ich nicht. Bei mir funktioniert die auf jeden Fall ganz angenehm und ich mag die eigentlich immer auch ganz gern. Die Nummer 29 ist schon sehr groß. Also den brauche ich dann aber nicht wirklich in beiden Adventskalendern drin haben. Auch wenn der ungefähr einen Wert von 9,95 € hat, wie ich mittlerweile auswendig weiß, weil ich das schon so oft nachgeguckt habe. Aber das muss nun mal nicht sein. Nee, nee. Ach Mensch, kannst du wirklich nicht als Ergänzungsadventskalender nehmen. Das ist schade. Einen Tag vor Silvester haben wir den 30. Dezember und da ist auch wieder ein Pflegeprodukt drin. Es ist auch aus der Douglas Naturals Reihe Organic Flex Flower and Hyaluronic Acid 48 Stunden Hydrating Day Cream. Da sind immerhin 20 Milliliter drin. Das ist, glaube ich, auch ganz schön, wenn man sich das mal angucken möchte. Und ich glaube, auch Feuchtigkeit kann jede Haut gebrauchen. Deswegen ist es ein sinnvolles Produkt, ne? Feuchtigkeit läuft, Gesichtscreme schön. Was ich ja persönlich feiern würde, ne? Wenn hier eine Mascara drin ist, die wir jetzt so in den anderen auch nicht drin gehabt hätten. Ich glaube, das ist auch so dieses Jahr deren Mut, dass die halt in jeden Adventskalender eine andere Mascara reinmachen. Nee, die haben wir auch in irgendeiner anderen Adventskalender-Version von Douglas schon drin gehabt, Leute. Das ist die Mini Maxi Panoramic and Volumizing Mascara. Die soll halt schöne Wawa-Womlashes machen. Blüstchen blende ich euch gerne ein. Die habe ich nämlich auch
weiß ich gar nicht, habe ich die andere geöffnet? Muss ich nochmal gucken. Doch, habe ich, genau. Und ja, ist auf jeden Fall ganz nice, dass wir hier auch eine Mascara drin haben. Und auch generell, die Produkte sind auch nicht schlecht, vor allem für 19,99, Leute. Ich glaube, dieser Adventskalender ist eine Ergänzung zu einem Nicht-Douglas-Adventskalender, weil du hier halt wirklich ein paar Sachen als Wiederholung hast. Das könnte dann wirklich öde rüberkommen. Und das ist dann halt auch für die Leute ganz gut, die genauso wie ich es einfach nicht lassen können, jeden Tag ein Kläppchen zu öffnen. Und am liebsten für jeden Tag des Jahres ein Adventskalender-Kläppchen öffnen könnten. Dementsprechend, ja, ist es schon okay, dass es den gibt. Der hat seine Daseinsberechtigung, aber es ist jetzt nicht irgendwie etwas, was man definitiv braucht. Das ist vielleicht auch ein kleines Beigeschenk, dass wenn man etwas zu Weihnachten verschenkt, dass man sagt, okay, komm, ich nehme diesen Adventskalender halt auch noch und verschenke den, weil der ist in der Schmuckenverpackung. Da sind eigentlich auch ganz schöne Sachen drin. Das ist ein schönes Set, ein schönes Beauty-Set so, ne? Aber das ist jetzt nichts, oh mein Gott, krass produktmäßiges, oder? Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne drüber austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!